Ich wohne jetzt in Holland. Leute, ich bin wieder da. Das große Paulus von Saulus Comeback hier in Breda. Es hat sich viel getan in letzter Zeit. Ich bin ausgezogen, in eine neue Stadt gezogen, habe neue Freunde gewonnen und lebe mittlerweile an einer großen Kirche. Es hat sich vieles verändert in letzter Zeit. Ich bin ausgezogen, in eine neue Stadt gezogen, habe mich selbst gefunden und mein Leben komplett umgekrempelt. Und das Universum hat mir eine Botschaft erteilt, dass es an der Zeit war, wieder ein YouTube-Video zu machen. Und es ist gerade richtig ungewohnt, wieder vor der Kamera zu stehen, gerade wenn zwei deiner Freunde hinter der Kamera stehen und komische, lachende Geräusche machen und nicht einfach verstehen, was du sagst. Jedenfalls ist heute Rosenmontag. Deswegen werden wir dort zur großen Kirche gehen, verkleidet, und die Leute fragen, was Karneval für sie so besonders macht. Zunächst aber schreibt ihr einmal in die Kommentare, was Karneval für euch so besonders macht. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Bevor wir zur Kirche gehen und Karneval feiern, müssen wir uns aber noch verkleiden. Deswegen werde ich mich hier jetzt erstmal richtig schön in Szene schmeißen. Helikopter, Helikopter! Ich bin ein Gemälde von Bob Ross. Ich bin ein Kunstwerk von Bob Ross. Das war Paulus von Saulus, live von der Dachterrasse. Auf geht's zur Kirche. Let's go! Karneval! Disclaimer, I did not sign up for this. Hello, presenting from today. We have the weather. We are only happy little clouds. Hey, fellas, look, it's Squidward. Hey, buddy, where you been? Hit it, boys! Welcome to Squidward's Tiki Land. Welcome to Squidward's Tiki Land. You can relax all day like a tiki can. Let it be, let it be. Mario! 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 Okay, Leute, wir sind mittlerweile bis ins Zentrum von Breda vorgedrungen. Hier am Karneval. Wie ihr seht, die Leute sind alle glücklich, gut drauf. Echt super Stimmung hier. Ich bin echt gespannt darüber herauszufinden, wie die Leute hier Karneval wahrnehmen und was für sie so das Besondere ist, was diesen Feiertag für sie heute, den Rosenmontag, so anders macht als sonstige Festtage. Deswegen möchte ich mich gleich an ein paar Passanten hier heranwagen und einfach mal fragen, wie sie denn so drauf sind, was sie heute verbracht haben, wie sie planen, den Tag noch des Weiteren zu verbringen, aber auch, wie sich das Karnevalsfest vielleicht von anderen Festen abgehoben hat. Hey Leute, wir sind mittlerweile bis ins Stadtzentrum vorgedrungen. Hier geht's echt richtig ab. Alle Leute haben richtig Spaß beim Feiern. Ja, Karneval ist in Breda auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Event, das hier Hunderten von Leuten Freude bereitet. Wir werden jetzt einige Passanten raussuchen und versuchen, ihnen Fragen zu stellen. Interessante Fragen über Karneval, wie sie es hier verbringen und ob sie mit uns auch die Floss Like a Bob Ross Challenge machen. Die Leute haben bestimmt Bock. Hey, guys! Au! Wir haben hier. How are you enjoying Carnival so far? Amazing! It's amazing! It's amazing! Yeah. I'm crazy tonight! That's awesome! Are you enjoying it more than last Carnival? Yeah! What's... Okay, what are your plans? What is your favorite thing to vote? Face them tonight! Yes, you heard it? They are getting... Hey! Hey, Carnival people! Are you hyped for Carnival? Oh, you're English! Yes, we're English! Oh, we're very excited! Yes, you're very excited for Carnival! Oh my gosh, what's your favorite thing about Carnival? Dressing up! Uh-huh! Just, what is celebrating? You want the dick shots? The dick shots? Oh, It was at this moment that he knew. He fucked up. What is in there? Prosecco, wine. Prosecco. You like it, right? Yeah, you want the dick shot, right? I think you take the dick shot. I'm not taking the dick shot. No. I'm not taking the dick shot. No! It's not happening. Are you ready? No,
No, I'm not ready. Yeah, no, I can do it. Any of you? What? I have YouTube. YouTube. Yeah. Yeah. Thank Instagram. You. Hey, he's a great. Instagram. Awesome. Have a nice day. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Auf jeden Fall haben die Leute hier Spaß. Wie man, glaube ich, ganz gut gesehen hat. Da kommen die nächsten schon. Hey, yes, this is live. Yeah, this is live. This is live from Breda. Is there anything you want to say to the news people? Where are you from? Where's from? Germany. We're saying live from Germany. Guten Tag, yo hablo español. And können Sie auch ein Bierchen geben? Viel Bier saufen. Viel saufen. Viel saufen. Ken, what are you enjoying most about the carnival so far? The everyday. The atmosphere. Okay. We got Dutch. Geselligkeit. Geselligkeit. Gemütlichkeit. Die Gemütlichkeit. Gemütlichkeit. Okay. All right, what are your plans? What are you still going to do today? We're going to listen to some music. Have a drink beer. Have fun. Loads of fun. Exactly. Yeah. Fun. Fun and Gemütlichkeit. Fun and Gemütlichkeit. Sehr viel Gemütlichkeit. Nice. Is there still anything you want to tell the German people? Are you German? Yeah. Okay. Go ahead. Can you Deutsch sprechen? Ja, ich kann Deutsch sprechen. Wenn Sie etwas gut machen wollen, kommen zu Breda. Ja, kommen zu Breda. Kommen zu Breda. Kommen zu Breda, Leute. Disclaimer: Do not come to Breda. Hey! Hey! Sure. Hey, people! Hey. How are you enjoying Carnival? What's your favorite thing about Carnival? Suipen! Verkleden! Maar dan Engels. Verkleden. Heck yeah, the kleden! Verkleden! Verkleden! Tot zijn chocolos! Awesome! Nice. Yeah! Woo! Have a fun time! Okay, let's go. Luigi! What's up, Luigi? My man! How are you enjoying Carnival so far? Carnival is the best party of the Netherlands. It's amazing. I agree. Man, what are you still gonna do today? Just getting drunk and let's have a party! Was ist das schönste Kostüm, als das ihr euch jemals beim Karneval verkleidet habt? Schreibt es in die Kommentare unten rein. Lasst es mich wissen. Gebt dem Video natürlich auch einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr sehen wollt. Das ist das holländischste Ding überhaupt, einfach so Frikadelle aus so einem Ding zu holen. Irgendwann später. So Leute, das war's vom Karneval aus Breda. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Natürlich auch nach so langer Zeit wieder. Bedeutet mir echt sehr viel. Hat's euch Spaß gemacht? Did you have fun? Someone threw beer on me. Of course I had fun. Awesome. Nice. Yeah. Ja, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und zu liken. Whatever. Okay, see you guys. Bye. Tschüss. So, we're gonna blend the colors and then we're gonna clean the brush to blend all the colors together. Is your mom gonna see this video? Probably. I'm mom. Look at this. A true artist at work. Drawing happy little clouds with the happy little hand on the happy little canvas. He's so beautiful.